The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gebt Alarm. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Jetzt soll unsere Aufmerksamkeit von den Dingen in Anspruch genommen werden, die unser ewiges Wohlergehen betreffen. Wir können es uns nicht leisten, Himmlisches an die zweite Stelle zu setzen. Die Gerichte Gottes sind im Land. Sie sprechen ernst und warnend. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. In unseren Gemeinden sind sehr viele, die nur wenig über die wahre Bedeutung der gegenwärtigen Wahrheit Bescheid wissen. Ich bitte Sie dringend, nicht zu übersehen, wie sich die Zeichen der Zeit erfüllen, die uns so deutlich verkünden, dass das Ende nahe ist. Wie viele, die sich nicht um die Rettung ihrer Seelen gekümmert haben, werden bald schon in die bittere Klage ausbrechen: Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Wir leben jetzt in den Schlussszenen der Weltgeschichte. Die Prophezeiungen erfüllen sich rasch. Die Stunden der Gnadenzeit eilen dahin. Wir haben keine Zeit zu verlieren, nicht einen Augenblick. Lassen wir es nicht zu, dass wir während der Wache beim Schlafen erwischt werden. Keiner sage in seinen Gedanken oder durch seine Taten: Mein Herr kommt noch lange nicht. Lass die Botschaft von der baldigen Wiederkunft Christi in ernsten, warnenden Worten ertönen. Lasst uns die Männer und Frauen überall davon überzeugen, dass sie umkehren und vor dem kommenden Zorn fliehen müssen. Lasst uns sie aufrütteln, sich sofort vorzubereiten, denn wir wissen kaum, was uns bevorsteht. Prediger und Laienglieder sollen vorangehen in die reifenden Erntefelder. Der Herr wird bald kommen. Wir müssen vorbereitet sein, ihm in Frieden zu begegnen. Lasst uns fest entschlossen alles in unserer Macht Stehende tun, um denen in unserer Umgebung von unserer Erkenntnis weiterzusagen. Wir sollen dabei nicht traurig sein, sondern fröhlich, und wir sollen den Herrn Jesus immer vor Augen haben. Wir müssen bereit sein und auf seine Ankunft warten. Wie herrlich wird es sein, ihn zu sehen und als seine Erlöste begrüßt zu werden. Lang haben wir gewartet, doch unser Glaube soll nicht schwach werden. Wenn wir nur den König in seiner Schönheit sehen können, dann werden wir für alle Zeit gesegnet sein. Ich habe das Gefühl, als müsste ich laut ausrufen: Es geht heimwärts. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, da Christus in Kraft und großer Herrlichkeit kommen wird, um seine Losgekauften in die ewige Heimat zu holen. The Lord is coming.